Okay, ich erzähle euch eine Geschichte, eine Dating-Geschichte. Allerdings nicht von mir. Von jemandem, den ich kenne. Ein Kumpel von einem Kumpel von einem Kumpel. Diese Person hatte ein Tinder-Date. Und hat sich dann mit, also ist ein Mann, und er hat sich mit einer Frau getroffen und die haben sich sehr gut verstanden. Und es kam zu einem vierten Date. Kein Sex bislang im Spiel, aber geknutscht wurde. Es kommt also zum vierten Date. Und man versteht sich super. Es scheinen wirklich langsam sogar sowas wie Gefühle zu entstehen. Also man scheint sich wirklich sehr zu mögen. Stundenlange Telefonate und so weiter. Und dann kommt es im Gespräch zu einem Eklat. Sie reden irgendwie über ihre Tinder-Profile. Und er in meinem Alter sagt, dass er bei Tinder nur bis 40 sucht. Also, ich kenne ja Tinder nur von Erzählungen her, aber die Reichweite, die Altersreichweite, in der man sucht. Also, man kann ja, weiß ich nicht, bis 100 oder was auch immer suchen. So, sie ist 40 übrigens. Und sie findet das scheiße, dass er nur nach Jüngeren sucht als er selbst. So. Und daraufhin entsteht so ein sich gegenseitiges Anschreien. Also du merkst, plötzlich ist so zack, die Luft raus und man geht mehr oder weniger getrennte Wege. Ihr braucht nicht raten, wer es ist. Ihr kennt die Person nicht. Es ist keine Person aus der Öffentlichkeit. So, jetzt frage ich mich, also sie hat ihm dann vorgeworfen, misogyn zu sein. Er hat gar nicht so richtig verstanden, warum er jetzt kritisiert wird. Er war ja sogar noch ehrlich. Und hat mich dann nach meinem Rat gefragt. Aber ich kann, genau, danach hat er den Regler auf 35 gesetzt. Diese 40-Jährigen, die gehen einfach nicht, hat er sich gesagt. Das macht das mir zu anstrengend. Oh shit, das ist ein guter Stand-Up-Joke eigentlich. Den könnte man richtig in einem guten Bit verarbeiten. Eigentlich mit einem sehr guten, mit einer guten Punchline am Ende. Schade. Schade, dass Chat und ich das nicht zusammen machen. Ihr könntet alle meine Ghostwriter sein. Ich sag mal den Text von Frauen in Tinder-Profilen aus Dänemark. Nicht über 40, keine Glatze, kein Vollbart, keine Kinder. Ist eigentlich Standard. Naja, ich sag mal so, ich kann beide Seiten ein Stück weit verstehen. Sie als 40-Jährige denkt sich, okay, ich fall quasi jetzt schon bei ihm aus dem Raster sozusagen. Ich wäre ja jetzt unter Umständen gar nicht mehr attraktiv für ihn. Oder in einem Jahr oder in einem halben oder whatever. Beziehungsweise kann man das als eine Form von Kränkung vielleicht empfinden. Auf der anderen Seite ist es doch legitim, wenn man als Mit-40er so und so viele Dates und Beziehungen und weiß ich nicht was hatte, ungefähr weiß, was man im Leben für eine Partnerin möchte. Und es ist doch legitim,
zu sagen, ich hätte gerne eine jüngere Partnerin als ich. Vielleicht sagt er auch, ich bin selber noch ein Kind oder unreif oder sonst irgendwas. Das muss man natürlich nicht sympathisch finden, das muss man nicht irgendwie toll finden oder was auch immer, aber irgendwie finde ich es auf eine gewisse Art und Weise sehr ehrlich. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass wahrscheinlich die meisten Männer, wenn sie sich einen Partner basteln könnten, und dafür, und Tinder ist ja quasi sowas, dass man schon alle Häkchen so setzt, dass es möglichst auf die eigenen Bedürfnisse passt, dass dann wahrscheinlich die meisten Männer jüngere Frauen nehmen würden. Ob man das cool findet oder nicht, sei jetzt aber auf einem, steht auf einem anderen Blatt, aber er hätte natürlich auch einfach sagen können, ich suche in allen Altersklassen oder von mir aus bis 60. Aber wenn er dann alle wegswiped, weil die ihm eh nicht gefallen, wo ist dann, also, wo ist dann der Sinn? Wunsch wäre doch immer eine 18-Jährige, auf gar keinen Fall. Also, das ist ja kompletter Quatsch. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Alter ist eigentlich nebensächlich, aber natürlich kann man vielleicht sagen, weiß ich nicht, in einem gewissen Alter ist man in gewissen Lebenssituationen in der Regel. In der Regel. Und es ist ja tatsächlich sehr oft so, dass in Beziehungen oder so die Frauen etwas jünger sind als der Mann. Eigentlich müsste es umgekehrt sein, weil Männer sterben früher. Dann würde es mehr Sinn ergeben, wenn Männer mit älteren Frauen zusammen sind, damit man gleichzeitig sterben kann. Ja, aber zum Beispiel, das ist auch vielleicht ein Argument, wenn man noch Kinder will, ist das biologische Risiko natürlich ab 40 deutlich höher. Keine Ahnung, ich fand es nur interessant. Ich habe da echt drüber nachgedacht. Natürlich habe ich auch gedacht, warum sagt er das überhaupt? Man muss das ja gar nicht sagen. Naja, jedenfalls ist jetzt das Thema erledigt. Und ich hatte wirklich Hoffnung, dass daraus was entsteht. Also, ich war nicht. Es klingt so, als ob ich derjenige war. Nein, aber. Was auch wieder ein guter Joke ist. Aber für diese Person hätte es mich gefreut. Er war Mitte 40 und sie war 40. Also sie waren schon relativ nah beieinander. Ich glaube, in dem Alter ist das auch nicht mehr so entscheidend. Also ich glaube, ob da jetzt einer 40, 42, 43, 45, 38, 39, das ist alles, meiner Meinung nach, gibt sich nicht so viel. Klar, so der Unterschied zwischen, weiß ich nicht, einer 20-Jährigen und einem 40-Jährigen ist dann vielleicht schon nochmal extremer, auch wenn beide erwachsen sind, weil einfach da so viel Lebenserfahrung und Gelebtes dazwischen liegt und dann vielleicht auch die Lebensentwürfe so unterschiedlich sind, dass man vielleicht nicht so kompatibel ist. Aber auch da, wo die Liebe hinfällt. Wo die Liebe hinfällt. Immerhin waren beide ehrlich. Das ist ja schon mal was, sagt Sarah Christine. Ja, das ist richtig. Beide waren ehrlich und haben jetzt nichts mehr miteinander zu tun. Was lernen wir daraus? Naja, zumindest finde ich es komisch, dass sie ihn sozusagen dann scheiße fand dafür, dass er ehrlich
war. Also irgendwie, er hätte das ja so leicht umschiffen können, dieses Problem. Nur um irgendwie, was weiß ich, sie ins Bett zu kriegen oder sonst irgendwas. Stattdessen war er irgendwie ehrlich, weil er sich offensichtlich ihr hingezogen gefühlt hat und gedacht hat, okay, ich will, dass das hier auf einer ehrlichen Basis besteht. Ich sag ihr einfach, wie es ist, wie ich ticke. Und dann, ich hoffe, spiegel.de schreibt mit. Und dann ist ja nichts draus geworden. Naja. Sieht man bei Tinder, in welcher Altersrange der andere sucht? Ich glaube nicht. Annette fragt hier, aber wieso über Tinder reden im Date? Ey, kein Plan. Kein Plan, wie die da drauf gekommen sind. Wenn er 50 gesagt hätte, hätte sie gesagt, bin ich dir etwa zu jung? Aber das ist halt das Ding, ne? Bei solchen, wenn du so über Tinder oder so am Daten bist, das ist halt eine komplett andere Art zu daten als so im Real Life. Also ich meine, es ist ja auch Real Life, aber ihr wisst, was ich meine. So jemanden irgendwo ansprechen oder über Freunde kennenlernen oder irgendwie, keine Ahnung. Es ist einfach, was für eine komische Diskussion das eigentlich ist. Welche Suchrange hast du eigentlich? Welche Hobbys? Aber wer sucht denn über Tinder einen richtigen Partner? Ja, es muss ja nicht sein, dass man unbedingt den richtigen Partner sucht. Außerdem glaube ich schon, dass, also, wenn man eh Single ist und auf Tinder ist und man datet dort, dann ist man ja auch nicht dann, in der Regel würde ich mal sagen, würde man doch nicht abgeneigt sein, jemanden zu treffen, wo auch Gefühle sich entwickeln könnten. Das muss ja nicht die Voraussetzung sein, es muss ja nicht die Priorität Nummer 1 sein, aber wenn man jemanden trifft, wo die Chemie stimmt und man irgendwie sagt, boah, die Person finde ich super, daten ohne rauszugeben, nehme ich. Ich stelle mir das eher vor, ich bin ja, was viele von euch nicht wissen, ich bin ja ein sehr romantischer Typ. Und die Vorstellung, dass ich bei Tinder wäre und ich date mich dann mit einem Mädel und ich finde die sweet, irgendwie, keine Ahnung, wir mögen uns. Und dann ist das aber nur so, also dann steht schon fest, naja, es war Tinder, was denkst du dir? Dass wir ernsthaft Gefühle entwickeln füreinander oder zusammenkommen? Das hat so was Kaltes, wisst ihr, was ich meine? Das hat so was, ich hätte im Kopf immer diese Romantik, also dass aus dieser Situation, aus dieser Begegnung auch was Ernstes entstehen könnte. Aber das ist wahrscheinlich, weil ich es noch nicht kenne. Wahrscheinlich stumpft das einfach ab, wenn man 50 Dates hatte, wo es einfach nur ging, hi, ficken, ja, dann wird gefickt und dann, so, gehst du jetzt? Ja, okay, tschüss, zack, fertig, next. Wenn es so irgendwie läuft, und dann stumpfst du vielleicht irgendwann ab und irgendwann denkst du halt so, ja, so läuft das halt hier. Wo finden solche Dates statt? Es wird ja, was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht wird ja auch einfach Schach gespielt oder so. Weiß ich ja nicht. In Ginos Welt finden solche Dates statt, nicht bei uns. Nein, 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 jeder Topf hat seinen Deckel. Da bin ich fest von überzeugt. Kennt ihr das nicht auch? Egal, ob Junge oder Mädchen, ihr lauft durch die Welt und ihr seht irgendwo ein Pärchen und denkt ihr, okay, warum hat der oder warum hat sie diesen Partner? Geld? Na, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Entweder Geld oder aus brennendem Haus gerettet. Rowan Atkinson und seine Frau. Okay, jetzt muss ich gucken, wie die Frau von Rowan Atkinson aussieht. Rowan, wie schreibt man das? Rowan Atkinson. Rowan Atkinson. Wife. Okay, aber da muss man natürlich sagen, der ist eine. Oh, warte, das ist nicht. Was ist das hier? Ist das. Holy shit, was ploppt hier alles auf? Hier, da ist sie. Aber
jetzt kann man natürlich sagen, er ist reich, aber man kann natürlich auch sagen, er hat Humor. Was ist es? Vielleicht beides, die Mischung aus beidem. Aber die Vorstellung ist natürlich schon strange. Ich gehe jetzt mal so weit und sage, stellt euch vor, ihr habt Sex mit Mr. Bean. Und du, als Frau liegst du auf dem Rücken und du hast Sex mit Mr. Bean und siehst dieses angestrengte Gesicht von Mr. Bean. Jesus Christ. Oh, herrlich. Aber das meine ich. Jeder Topf sein Deckelchen. Es gibt auch irgendwo Leute. Oh, Jack Fromsoft schreibt, wenn Ede Ishin den Schwertheiligen innerhalb von 100 Versuchen besiegt, werde ich hier 500 Euro an Subs raushauen. Der Chat ist mein Zeuge. Ja, okay, Jack. Okay, aber das heißt, ich könnte ja eigentlich heimlich trainieren, weil dann wisst ihr ja nicht, ob ich... Ich kann ja jetzt 1000 Mal trainieren und dann im Stream sozusagen... wisst ihr, wie ich meine? Oder jetzt? Weil jetzt schaffe ich das auf keinen Fall. Ich brauche auch noch einen Monat Vorlauf. Du musst erstmal sparen, ne? Genau. Jeder Topf hat seinen Deckel, sagen komischerweise nur die, die bereits einen Partner haben. Das stimmt, Akashigiri, aber die haben ja auch die Erfahrung gemacht. Also die wissen ja auch, dass es passieren kann. Dass das nichts Exklusives ist. Oh, Hardriff, du hast nochmal 20 Subs verschenkt, ey. Vielen Dank, mein Lieber. Immer gern. Wir gucken aufs Sub-Goal. Wir da schon näher gekommen sind. Oh, ist wieder runtergegangen. Wir waren schon über 700, jetzt sind wir bei 692. Es ist ein Kampf, in die 50-Millionen-Riege reinzukommen. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Aber es bleibt spannend. Was macht man, wenn der Deckel auf der anderen Seite der Erde ist? Also erstmal sauber glaube ich nicht, dass es nur einen Deckel gibt, der auf den Topf passt. Auch wenn das natürlich eine romantische, schöne Vorstellung ist. Aber wenn es so ist, dass es dort mit Sicherheit einen Deckel auf der anderen Seite der Welt gibt, dann... Naja, dann muss der Topf ja irgendwie sich mit dem Deckel treffen, um festzustellen, dass der Deckel passt. Rantje schreibt hier, mein Verlobter ist vor 11 Jahren gestorben. Das war wohl mein Deckel. Bisher keinen neuen gefunden. Liebe Rantje, erstmal mein herzliches Beileid. Und ich glaube tatsächlich, wenn man schon mal jemanden gefunden hat, dass es dann natürlich schwer ist, weil man dann alles Zukünftige immer damit vergleicht. Aber trotzdem glaube ich, dass auch du noch mal jemanden finden kannst. Da bin ich mir 100%ig sicher. Aber es ist natürlich schwer, erst recht, wenn man traurig ist und jemanden verloren hat, den man eigentlich gar nicht verlieren wollte. Also im Sinne von, manchmal gehen Beziehungen ja auch auseinander. Dann ist das aber oft aus freien Stücken vielleicht oder zumindest von einer Seite aus. Wie findet man eigentlich raus, wer Topf und wer Deckel ist? Bin ich ein Topf oder ein Deckel? Du bist ein Topf, Nesis. Das kann ich dir schon jetzt sagen. Ich bin auch ein Topf. Ich bin eine Schale. Ich bin eine Tasse. Ja, da gibt es doch dieses berühmte, wie geht es, Sprichwort von Woody Allen, glaube ich. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Und Woody Allen sagt, es ist halb leer und es hat einen Sprung.
und ich habe mir gerade die Lippe dran aufgeschnitten.